Die Großheide TV Blaulichtreporter. Aktuelle Blaulicht-News aus Ostfriesland. Flammen schlagen aus einem landwirtschaftlichen Anwesen. Die Feuerwehren aus der Umgebung sind im Großaufgebot an der Einsatzstelle zu finden. In Großheide-Westerende brennt eine Halle in voller Ausdehnung. Nach ersten Erkenntnissen soll das Feuer durch zuvor durchgeführte Arbeiten ausgebrochen sein. Circa Viertel nach sieben wurde gemeldet, dass eine Maschinenhalle brennt, in voller Ausdehnung. Wir sind da hergekommen und das war auch so, die Maschinenhalle brannte komplett. In der Maschinenhalle sind etwa 500 Rundballen Stroh gelagert. Und im Moment sind wir dabei, die Ballen abzulöschen. Wenn das passiert ist, werden wir die Ballen mit einem Lohnunternehmer und Landwirt hat einen Radlader und werden diese Ballen dann erstmal rausholen und draußen auf dem Feld weiter ablöschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Um die Flammen besser bekämpfen zu können, wurde neben den Ortsfeuerwehren Beromafen, Großheide und Aale auch noch die Drehleiter und der Einsatzleitwagen 2 aus Norden alarmiert. Schwierig war hier, dass wir die Wasserversorgung nur über lange Wege hier haben und das hat natürlich einige Zeit gedauert, bis wir die Wasserversorgung aufgebaut hatten. Wir haben zwar 3 TLF, das heißt, wir haben Fahrzeuge, die Wasser mitführen, nur bei der Ausdehnung des Brandes reichte das natürlich längst nicht aus und somit mussten wir über lange Wege hier Wasser herlegen. Glücklicherweise gab es bei diesem Großbrand keine Verletzten. Die Löscharbeiten zogen sich noch bis in die Morgenstunden hin.